Hallo Leute, ich bin's Martin von Dannen und in diesem Video zeige ich dir wieder vier kleine Outdoor-Hacks, die dir dabei helfen, deine Tour leichter zu machen. Ich bin immer auf der Suche nach kleinen Tipps und Tricks, die es ermöglichen, Gewicht und Kosten zu reduzieren oder eine Tour ein kleines bisschen angenehmer zu gestalten. Wenn es dir genauso geht, dann bleib hier bis zum Ende dabei. Manche Leute packen sich, wenn sie auf Touren gehen, spezielle Outdoor-Wasserflaschen ein. Manche legen sich auch eine Trinkblase in den Rucksack. Davon würde ich abraten, denn so spezielle Wasserflaschen, die man im Outdoor-Laden kaufen kann, sind verhältnismäßig schwer. Leichter sind PET-Flaschen. Je nach Modell wiegen diese Flaschen so zwischen 20 und ungefähr 30 Gramm. Und das ist ungefähr ein Zehntel des Gewichtes, dass beispielsweise eine 1 Liter Nalgene-Flasche wiegt. Trinkblasen sind häufig noch schwerer, aber es ist nicht nur das Gewicht, das für PET-Flaschen spricht. Die Dinger haben noch einige andere Vorteile, über die ich sprechen möchte. Ein Vorteil, den sie haben, ist, dass sie austauschbar sind. Wenn du dir eine Flasche im Laden kaufst, dann wirst du dafür Geld bezahlt haben und vermutlich hast du den Anspruch, das Ding auch wieder mit nach Hause zu bringen. Das musst du mit solchen Flaschen nicht machen. Diese Flaschen kannst du während deiner Tour einfach austauschen. Warum solltest du das wollen? Naja, beispielsweise, weil du in deine Flasche nicht nur Wasser hineintust, sondern vielleicht auch mal einen Apfelsaft oder dir eine Apfelschorle mixt. Ich packe in meine Flaschen gerne Kaffee. Und je länger ich so eine Flasche dabei habe und je unterschiedlicher die Rezepturen sind, die ich mir darin zubereitet habe, desto dreckiger werden die. Und weil ich oft nicht Lust oder auch Kapazität habe, diese Flaschen ständig zu spülen, tausche ich die alle paar Tage aus und dann habe ich das Problem nicht mehr. Ein anderer Vorteil, den diese Flaschen haben, beispielsweise gegenüber einer Trinkblase, die im Rucksack wohnt, ist, dass sie leichter nachzufüllen sind. Eine Trinkblase muss aus dem Rucksack raus operiert werden, jedes Mal, wenn du sie voll machen möchtest. Und je nach Konstruktion musst du dann eventuell sogar noch den Trinkschlauch neu verlegen, mehrmals am Tag. Das macht natürlich keinen Spaß. Und es kostet Zeit. Das bleibt dir bei so einer Trinkflasche erspart. Außerdem kannst du bei dieser Flasche sehen, wie viel noch drin ist. Gerade Trinkblasenbenutzer haben häufig das Problem, dass sie den ganzen Tag an ihren Wasservorräten nippen und dann überrascht sind, dass die relativ schnell zu Ende gehen. Mit so einer Flasche behältst du da den Überblick und wirst nicht bei der Hälfte der Strecke überrascht feststellen, dass ja jetzt das Wasser alle ist. Ich habe immer eine große Wasserflasche dabei in meinem Rucksack und meistens habe ich noch eine kleine Wasserflasche an meinem Schultergurt dabei. Die hilft mir auch, wenn ich mal einen Wasserhahn finde, wo ich diese Flaschen hier nicht drunter kriege. Dann kann ich dann die kleine Flasche drunter halten und dann kann ich das wieder auffüllen. Das ist mein erster Tipp für euch. Verzichtet auf Wasserblasen, die sind unnötig kompliziert, die sind schwer zu reinigen. Verzichtet auf Outdoor-Trinkflaschen, die wiegen einfach viel zu viel für das, was sie tun. Oft kann man nicht reingucken. PET-Flaschen sind super leicht, schnell austauschbar, kosten im Grunde gar nichts. Man kriegt, wenn man so eine Flasche kauft, in der Regel noch Wasser dazu. Sehr, sehr günstig. Du kannst immer sehen, wie viel noch drin ist. Und die kriegst du im Grunde auch überall auf der Welt. PET-Flaschen, gute Sache. Der zweite Tipp, den ich heute für euch habe, der betrifft Luftpolsterfolie, beziehungsweise die Hüllen, die sich daraus basteln lassen. Ich habe für eine Menge meiner Töpfe Hüllen aus Luftpolsterfolie gebaut. So sehen die aus. Die habe ich mittlerweile in allen möglichen Formen und Varianten. Und da möchte ich mit euch drüber sprechen heute. Wofür braucht man so eine Hülle? Die Vorteile sind vielleicht nicht in der ersten Sekunde klar. Darum erkläre ich es kurz. Wenn du deinen Topf vom Feuer nimmst, dann ist der sehr, sehr heiß und du möchtest ihn nicht direkt anfassen. Wenn du ihn in eine Hülle stellst, dann musst du den nicht immer am Griff halten. Das ist auf Dauer doch ein bisschen unbequem. Es ist sogar so, dass wenn du so eine Luftpolsterfolie hast, du einen Topf verwenden kannst, der überhaupt keinen Griff hat. Ich nehme dann immer diesen Topf hier mit einem Tuch vom Feuer, stell den hier rein und dann kann ich den einfach so anfassen. Das ist unglaublich praktisch.
Ein anderer Vorteil ist, dass das, was in diesem Topf drin ist, länger warm bleibt. Wenn du, so wie ich, einfach nur mit heißem Wasser Nahrungsmittel rehydrierst, dann dauert das manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, je nachdem, was du so isst. Und wenn du so eine Luftpolsterfolie verwendest, dann hast du auch nach 10 Minuten noch was Warmes zu essen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du deinen Topf vom Feuer nimmst, dann kann es sein, dass der verrußt ist von unten. Dann wird er aber ein bisschen schmuddelig. Und das draußen wieder perfekt sauber zu bekommen, ist nicht immer möglich und macht auch keinen Spaß. Und wenn man den Topf nach der Benutzung in so eine Hülle steckt, dann kann man den wieder in den Rucksack legen und macht sich dann die Ausrüstung nicht schmutzig. Es ist also immer ganz gut, sowas dabei zu haben. Jetzt gibt es verschiedene Luftpolsterfolien und ich habe ein paar ausprobiert. Die erste, die ich hatte, war diese hier. Und das ist so eine alubeschichtete Luftpolsterfolie. Und mit der hatte ich sehr viel Glück, weil die ist recht stabil. Da kann ich einen Topf reinstellen und das ist dann irgendwie haptisch auch, fühlt sich ganz gut an. Es bricht nicht sofort zusammen. Später habe ich mir andere Luftpolsterfolie gekauft. Die sah im Laden genauso aus. Als ich die dann zu Hause hatte, wurde mir klar, die ist vielleicht ein bisschen weich. Da habe ich dann verschiedene Hüllen draus gebaut und ich kann sagen, ja, nicht jede Luftpolsterfolie ist gleich gut. Die hier gefällt mir gar nicht. Online habe ich keinen Unterschied erkennen können. Da steht dann einfach Luftpolsterfolie und eine Größe. Die sind wohl unterschiedlich. Weil mir die hier, das ist das Gleiche, weil mir diese Folie deutlich zu weich ist und ich nicht weiß, wo ich die hier wieder kriege, bin ich im Baumarkt gegangen, weil ich dachte, da kann ich das Zeug anfassen und dann weiß ich Bescheid. Und dann habe ich diese hier mir geholt und das ist eine sehr stabile Luftpolsterfolie. Die ist super. Für mich gerade die beste, die man kaufen kann. Das steht in der Gartenabteilung im Baumarkt deines Vertrauens und es nennt sich Gitterfolie mit Luftpolster. Die Firma, die die Teile herstellt, heißt Gutter. Kannst du nachgoogeln, wenn dich das interessiert. Vielleicht findest du dann auch raus, ob es das bei dir im Baumarkt auch zu kaufen gibt. Und es ist eigentlich ein Zeug, was benutzt wird, um beispielsweise Foliengewächshäuser abzudecken oder beim Rohbau die Fenster zuzunageln, wenn noch keine Scheiben drin sind. Die ist sehr gut, die ist sehr stabil. Die gibt es bei mir im Baumarkt so als Meterware. Das heißt, ich habe davon jetzt richtig, richtig viel. Ich habe jetzt Lebensvorrat an Luftpolsterfolie fürs Camping. Die ist super, die kann ich empfehlen. Und die ist auch nicht so flimsy wie das hier. Wenn man das hier reinstellt, das ist alles ein bisschen wackelig. Ja. Die ist super. Die ist gut. Ja, so viel zum Material. Tipp Nummer 2. Luftpolsterfolie, so Pottcozys bauen. Die helfen weiter und die wiegen wenig, sehr wenig. Zeltheringe. Zeltheringe sind so ein Thema. Ich habe mittlerweile viele, richtig viele. Ich habe für verschiedene Böden und in großer Menge Zeltheringe angesammelt während meiner Outdoor-Karriere und damit eine essentielle Erfahrung gemacht und die ist, Heringe sind ein Luxus-Item. Ich habe so ein paar durch, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, für die Tour, auf die ich jetzt gehe, sind vielleicht die Heringe, die ich schon habe, gar nicht so gut geeignet, komm, ich kaufe nochmal neue. Ja, und so ist es passiert, dass ich wirklich Heringe habe, die hervorragend in Sand halten und in Schnee halten. Dann habe ich so super stabile V-Steaks, die kann man auch mal mit dem Hammer irgendwo reinhauen. Und dann habe ich so für so Böden, die so ein bisschen weich sind, habe ich hier welche, die sind ein bisschen dicker. Dann habe ich natürlich so ganz normale Stahldrahtheringe. Und dann habe ich mir welche angeschafft, wo ich dachte, ja, die sollen leicht sein, aber die sollen gleichzeitig breit sein. Und dann habe ich mir so Titanheringe angeschafft, auch ganz toll. Und die neueste Errungenschaft sind diese Kunststoffheringe. Die sind verhältnismäßig kurz, aber die sind sehr, 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 sehr leicht. Der Hering hier wiegt 3,2 Gramm. Der nächst leichtere, der hier, der ist so bei 10, 11 Gramm. Das Alu. Irgendwann kürzlich stand ich jetzt vor dieser Sammlung und habe mir festgestellt, wenn man so viele verschiedene Heringe hat und aber auf jeder Tour denkt,
vielleicht brauche ich nochmal andere, dann stimmt was mit dem Problem nicht. Beziehungsweise hat man dann vielleicht einfach die falsche Frage gestellt, um das Problem zu lösen. Denn was mir immer wieder aufgefallen ist, mit unterschiedlicher Umgebung ändert sich auch der Anspruch an so einen Zelthering. Dann hängt vom Wetter ab, ob der Hering gut ist, vom Boden, vom Shelter, das man aufspannen möchte. Und oft ist es dann so weit gekommen, dass ich einfach die Heringe überhaupt nicht benutzt habe, als ich unterwegs war, weil die nicht funktioniert haben dort, wo ich war. Und ich mir auf andere Weise behelfen musste. Kleines Beispiel, dieser Hering hier zum Beispiel, super groß, super toll. Und wenn du damit in Gegenden unterwegs bist, wo du sehr, sehr weiche Böden hast, beispielsweise Sandboden, Strandwanderung, Wüstenwanderung, ja, oder aber zum Beispiel auch im Schnee, da wird jetzt sowas hier nicht halten. Ja, das funktioniert einfach nicht. Wenn du da steckst du in Sand und dann gibt es da Zug drauf und dann war es das. Das Ding hier kannst du dann verbuddeln und dann hast du da ganz, ganz, ganz großen, tollen Widerstand. Und dann kannst du dein Zelt im Grunde auch am Sandstrand oder in einer Sanddüne aufbauen. Auf dem Campingplatz ist das Teil hier natürlich, was willst du damit? Ja, das ist super schwer. Kein Mensch würde das mitnehmen, wenn du nicht musst. So ein großes Ding auf dem Campingplatz in die Wiese zu hauen, ist ja auch kein Akt, den du jeden Abend machen möchtest. Das heißt, dieser Hering hat einen sehr, sehr, sehr speziellen Einsatzzweck. Schnee und sehr lockere Böden. Und vielleicht willst du den dann auch nur dabei haben, wenn du auf deiner kompletten Tour Schnee oder sehr lockere Böden hast. Und auf welcher Tour ist das schon so? Auf diesen Hering hier trifft was ganz Ähnliches zu. Nur natürlich weniger extrem, weil er ein bisschen kleiner ist. Aber das ist auch ein sehr großer V-Steak. Er ist leichter, ist auch aus Titan. Aber im Grunde war es so, wenn ich das Ding hier dabei hatte, sind die Böden zu weich? Naja, dann ist es schon wieder nichts. Und sind sie zu hart? Dann funktioniert er auch nicht. Auch das ist ein Hering, der hat so einen nice Spot. Ja, der muss die Umgebung und das Wetter schon zum Hering passen, damit ich abends mich nicht über meine Heringe ärgere. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, wenn die Untergründe unterschiedlich sind auf Natur, dann muss man halt verschiedene Heringe mitnehmen, um für alle Eventualitäten abgedeckt zu sein. Aber natürlich mache ich das nicht. Wenn ich 8 Heringe dabei habe, dann finde ich, ist das schon schwer genug und ich packe jetzt nicht jeweils 8 Heringe von unterschiedlicher Güte ein, nur damit ich für jeden Boden das passende Zeug dabei habe. Was ich gemacht habe, ich habe eigentlich meistens diese Heringe hier dabei gehabt. Das sind so Alu-Heringe. Die kosten sehr, sehr wenig und die wiegen so ja, 10, 11 Gramm. Und die halten in so einem gepflegten Campingplatzboden halten die gut. Und immer wenn ich woanders war, wenn ich mein Shelter irgendwo aufstellen wollte, wo die Böden nicht perfekt sind, dann habe ich mich umgeschaut und irgendwas anderes gefunden, womit ich mein Zelt aufstellen kann. In den Bergen beispielsweise, wo ich so einen Hering nicht in den Fels bekomme, da nehme ich mir einen Stein, wickel da meine Schnur drum und dann steht das Tapir ja auch. Wenn man im Wald ist, dann liegt da überall Holz rum. Das kannst du dir hintragen zu deinem Tap und dann kannst du dir einen dicken Ast nehmen und da dein Abspannseil darum spannen. Das funktioniert auch wunderbar. Wenn du am Strand unterwegs bist, dann findest du ganz, ganz, ganz bestimmt irgendein Strandgut, was du hernehmen kannst, eine alte Palette, einen alten Kühlschrank, irgendwas liegt da immer rum. Da brauchst du keine schweren Heringe und keine Heringe, die jetzt besonders für diesen Untergrund geeignet sind. Bei meiner Tour kürzlich in Spanien wollte ich mich auch nicht rein nur auf die Heringe verlassen an einem Abend und dann habe ich so ein kleines Loch gegraben und da meine Abspannschnur an einer Wurzel befestigt und das hat auch wunderbar geklappt. Wenn du am Strand bist, kannst du die Packsäcke, die du hast, mit Sand füllen und dann deine Abspannleinen an den Sandsack binden. Funktioniert auch wunderbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, dein Zelt aufzustellen. Heringe sind nur eine davon. Und je abwechslungsreicher deine Tour ist, desto öfter wird es dir passieren, dass deine Heringe überhaupt nicht passend sind für den Untergrund, auf dem du gerade übernachten möchtest. Daher, mein Tipp für dich, pack dir super leichte Heringe ein. Die leichtesten, die gehen, richte dich nicht auf jeden Fall ein, das schaffst du eh nicht. Ich habe die hier gerade im Test. Bisher funktionieren die gut für mich. Sind ein bisschen eigen in der Anwendung, aber kann ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Die wiegen halt 3,2 Gramm. Wenn ich 8 Stück davon mitnehme,
bin ich gut unterwegs. Und in den Böden, in denen ich die nicht verwenden kann, da suche ich mir halt was anderes, womit ich meinen Tarp aufstellen kann. Das ist was, das muss ich mit allen anderen Heringen auch von Zeit zu Zeit machen. Dann kann ich auch die leichtesten Heringe einpacken und nicht benutzen. Das ist cleverer, als die schwersten Heringe einzupacken und sie nicht zu benutzen. Das ist mein Tipp für dich. Nimm dir wirklich die leichtesten Heringe mit, die du finden kannst. Und überleg dir, wie du dein Zelt anders aufbauen kannst. Es gibt eigentlich immer eine andere Möglichkeit als das Verwenden von Heringen. Vielleicht kennst du ja auch schon ein paar Möglichkeiten, wie man einen Tarp oder ein Zelt abspannt, wenn man keine Heringe dabei hat. Vielleicht kennst du auch schon ein paar andere Outdoor-Tricks. Mich würde es sehr freuen, wenn du deine kleinen Outdoor-Hacks mit uns in den Kommentaren teilst. Wie reduzierst du dein Rucksackgewicht? Welche günstige Outdoor-Ausrüstung benutzt du? Und kennst du vielleicht ein paar Items, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hat, wenn er an Outdoor-Ausrüstung denkt? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Zahnpasta ist ein wichtiges Thema beim Ultraleicht-Trekking. Es ist vermutlich jedem klar, dass es nicht besonders clever ist, so eine Riesenpackung Zahnpasta mit sich herumzutragen. Zum einen natürlich, weil sie groß und schwer ist und es eine Riesenportion ist. Zum anderen aber auch, weil in so einer Zahnpasta jede Menge Wasser drin ist. Und wir eigentlich darauf verzichten möchten beim Ultraleicht-Trekking, Dinge mit uns herumzutragen, die nicht dehydriert sind. Gibt es dehydrierte Zahnpasta? Ja, im Grunde schon. Dehydrierte Zahnpasta gibt es in Tablettenform. Das sind Zahnputztabletten. So eine Zahnputztablette sieht ungefähr so aus. Wiegt ungefähr 1 Gramm. Und funktioniert easy peasy. Man nimmt die im Mund, zerbeißt die, putzt sich dann die Zähne. Das ist die ganze Magie dabei. Das Schöne an diesen Zahnputztabletten ist nicht nur, dass sie unglaublich leicht sind, sondern man kann die sich auch portionieren in so einem Ziploc-Beutel und hat dann genauso viel Zahnpasta dabei, wie man auch braucht auf seiner Tour. Kleiner Tipp zum Gewichtssparen, man braucht gar nicht eine ganze. Es reicht, also mir reicht es zumindest und das könnte für dich auch funktionieren, eine halbe Tablette. Du kannst ja noch zerbeißen. Mit den Schneidezähnen Hälfte davon im Mund nehmen, den Rest packst du wieder in die Tüte, dann kommst du eigentlich mit einer Tablette für zweimal Zähneputzen gut hin. Wenn du einen Zero-Day machst und dir dann am Freitagabend denkst, ich will nochmal ausgehen, lass am besten die Tüte zu Hause, bevor du in den Club gehst. Das kommt in manchen Teilen der Welt komisch an, wenn du mit so einer Tüte da auftauchst. Zahnpasta gegen Zahnputztabletten auszutauschen lohnt sich auf vielen Touren auf jeden Fall. Die Dinger sind super leicht und man kommt auch lange damit hin. Das kann ich dir empfehlen. Der Profi-Tipp natürlich beim Zähneputzen, das ist Kernseife. Wenn du meine anderen Outdoor-Hack-Videos schon gesehen hast, dann hast du vielleicht ohnehin schon ein kleines Stück Kernseife dabei. Und mit Kernseife kannst du dir ohne weiteres die Zähne putzen. Das funktioniert wunderbar. Und dann brauchst du Zahnputztabletten, Zahnpasta gar nicht mehr einzupacken, sondern nimmst einfach die Seife, die ohnehin im Rucksack liegt. Wenn du die anderen Outdoor-Hack-Videos noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir die jetzt hier. Schau dir die auf jeden Fall auch an. Und wenn du noch mehr über die Themen Ultraleitwandern und Outdoor-Tipps sehen möchtest, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Das ist jetzt hier auch irgendwo verlinkt. Bis gleich!